Moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Pokémon XD, der dunkle Sturm. Wir haben die perfiden Pläne von Team Krypto nicht vereitelt, aber wir haben Professor Klein befreit. Das ist ja, super toll. Yolanda hat es genauso gut gemacht, aber gut. Und sie hat viele Qualitäten, die einfach nicht gesehen werden. Mensch, und eine Frau an der Spitzenposition hier, das wäre doch auch mal was. So, Spaß beiseite. Oder auch nicht. Jetzt, wie komme ich da wieder raus? Keine Ahnung. wir haben auf jeden Fall Luzilla bekämpft und ihr gezeigt, dass sie ein Loser-Godzilla ist, statt ein richtiges Godzilla. Und wir haben Krypto-Pokémon gefangen. Dieser Laborpart hat nur 3 Parts gedauert, ist nicht viel. Und heute wollen wir ein paar Pokémon erlösen und auch weitermachen. Mal gucken, was abgeht. Das ist doch bestimmt der Cody. Du hast dich einfach mitten unter diesen Verbrechertypen gewagt. Du hast dich aber sicher super stark gemacht. Ich würde sagen, das Training mit meinem Kampfsim-System hat sich sehr einen Teil dazu beigetragen. Ja, ich weiß, das klingt etwas angeberisch, aber stimmt es nicht auch ein bisschen? Übrigens, bei der Erforschung der Krypto-Pokémon haben wir einige interessante Entdeckungen gemacht. Zum Beispiel einen besonderen Zustand bei Krypto-Pokémon. Die werden, möchte ich nicht mehr über erfahren. Bist du sicher? Naja, die werden stärker und, schlagen sich selbst und, Das macht echt einen fertig, dass du es ganz alleine unseren Laborchef gerettet hast, Mann. Ich fürchte, hier im Pokémon-Hauptlabor findest du keinen ebenbürtigen Gegner mehr, Enrico. Hättest du trotzdem Lust auf einen kleinen Trainingskampf? Trainingskampf im Sinne von Sim-Training? Kein Bock, Alter. Nein, Sim-Training finde ich doof. Wo ist dieser Dick Cody? Achso, der ist irgendwo im Laborchef-Dings, ne, hat er gesagt. Neben dem Laborchefraum oder so, hat er gesagt. Wo schlafen die Leute hier eigentlich? Die müssen alle nach Hause fahren auch und so, ne? Passt schon. Dina, was ist denn? Hey, ist die Cody nicht der Mann, der immer wie bekloppt auf seinem Computer rumtippt? Das ist ja aber komisch, wo ist dieser Bengel denn nur hin? Ist er das? Vielleicht? Wie bitte, die Cody? Lass mich nachdenken. Ach, er ging vor kurzem nach unten, er sah irgendwie bedrückt aus. Bedröppelt sah der aus. Alles klar, ich verstehe. Dann werden wir ihn wohl mal aufmuntern mit unserer Hässlichkeit. Das muntert eigentlich jeden auf, wenn jeder sieht, man ist schöner als man selbst. Da ist mein Zimmer und so. Hey Cody, wo bist du denn? Oh, unfassbar, bist du das? Ach, du suchst den Cody? Er ist rausgegangen. Na gut, dann. Gucken, du bist dieser Tanzertyp. Du bist der Cody? Ich wusste es, ihr Versteck ist im Südosten. Dann haben sie also heimlich das verlassene Labor benutzt. Das war ziemlich clever von denen. Wo ist der Cody denn? Sag mal, will der mich verarschen? Da ist er. Ah, es tut mir leid, Professor. Ich konnte den Code nicht knacken. Wie? Ach, du bist es, du Enrico. Du hast mich erschreckt, ey. Diese CD ist fast so gut gesichert wie Fort Knox. Da bräuchte man schon einen Computer-Genie, um das zu entschlüsseln, und ich bin keiner. Bin ein Loser. Ein Computer-Genie, sagst du? Oh, Professor, ich habe sie so enttäuscht. Ach, das ist alles halb so schlimm, denn wenn wir ein Computer-Genie brauchen, nun, da wüsste ich vielleicht jemanden. Und wer könnte das sein? Enrico, es tut mir leid, dich damit zu beärgern. Aber könntest du die CD-ROM zum ONBS nach Piritus bringen? Der Cody, händige Enrico bitte die CD aus, sofort, du Lutscher. Wir haben noch einiges zu bereden über deine Unfähigkeit. Oh, aber natürlich. ONBS ist als TV-Sendeanstalt bekannt, aber viel mehr ist als das. Die Leute, die ONBS gründeten, waren maßgeblich am Zerschlagen von Team Kryptos Plänen vor 5 Jahren beteiligt. Bitte übergib Byte von OMBS. Ah, Byte! Oh, die CD-ROM. Der ist doch vom... Ist der nicht vom Pokémon Kolosseum schon noch? Hier unten in dieser dunklen Stadt da? Er ist die rechte Hand von Lenny, dem Leiter des OMBS. Ich bin sicher, dass er die Daten auf der CD-ROM entschlüsseln kann. Piritus liegt unterhalb von Emerite. Es ist weit weg, also sei vorsichtig, wenn du dorthin reist. Pff, kein Problem, Mann. Ich kann alles. Ich musste erstmal Pokémon erlösen, da glaubt mir. Das wird jetzt ein Spaß. Erstmal nach Emerite. Erstmal müssen wir
unterwegs da stoppen. Es liegt ja auf dem Weg, ne? Habe ich gehört. Über den Berg rum kommen wir sowieso nicht. Das Pokémon Center haben sie gut dahingestellt, weil das direkt ja, vor dem Erlösungsweg ist. Passt schon. Kadadam bam badadam. Popanze hatte auch so eine komische Folge bei Pokémon. Die ich sehr erheitert fand. Mit der Musik. Popanzes. Bla bla bla. Keine Ahnung. Kenne den Song nicht mehr, aber vielleicht weiß ja jemand, was ich meine. Welcher Folge? Von welcher Folge ich rede. Drei erlösen. Ist das nicht schön? Geh mir nicht auf den Sack. So. Welches Pokémon sollen wir erlösen? Wie wär's mit Voltischlamm? Oh ja, erlöse ihn. Reinige ihn von innen. Dann hört es vielleicht auch endlich auf zu spinnen. Du siehst aus wie eine gelbe Wolke, Voltilam. Wie eine gelbe Wolke. Voltilam erinnert sich nun an die Attacke Body Slam. Na, das ist schön für dich. Und an die Attacke Vitalglocke. Und kriegt ganz viele KP. Und erreicht Level 18. Und erreicht Level 19. Und entwickelt sich ja auch jetzt, ne? Will ich nur mal sagen. Hey, Voltilam entwickelt sich. Gut, dass du eh nicht ins Team kommst, also ist es mir eh egal. Also entwickel dich und dann wird's prickelig. Zu Vati. Es schrumpft hier in dem Spiel und wird dann wieder zu einem neuen Pokémon. Komplett neu zusammengesetzt. Ratatatatatabum. Du brauchst auch keinen Spitznamen, weil du bist einfach lahm. Ja, Vati. Vati, wie bewegt sich Vati eigentlich? Der sitzt da so bescheuert rum. Nein, nee, wärst du Voltilam geblieben, hätte ich dich Wolke genannt. Aber dem ist nicht so. Irgendwie wird mir nicht angezeigt, welche Krypto-Pokémon erlösbar sind im Team. Also deswegen, merkwürdig. Das ist auch eine komische Erlösung irgendwie, ne? Diese Musik danach und so, finde ich irgendwie merkwürdig, keine Ahnung. Die Tür zum Herzen von Popanze ist natürlich offen. Es erinnert sich an die Attacke Felsgrab. Oh. Und erinnert sich auch wieder an die Attacke Heilung. Und gibt mir ein paar KP, Erfahrungspunkte, meine ich. Level 18. Felsgrab ist immer praktisch eigentlich. Felsgrab ist eigentlich wirklich praktisch. Schlupuck auf jeden Fall. Schlupuck nehme ich nämlich ins Team. Der sieht aus wie Klein Kelvin. Was soll ich sagen? Kann ich nur immer wiederholen. Kelvin findet Abacus Erfindungen großartig. Schlupuck. Weil Schlupuck habe ich noch nie benutzt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich will das benutzen. Schockwelle ist auch gut, trifft wenigstens immer. Gesang. Gesang. Gesang und Gähner. Gesang kann der überhaupt nicht lernen, Alter. Geil. Geilomatico. Ja, Mann. Du heißt jetzt auf jeden Fall. Nutsch. Ah, ne. Das ist einfach Alex. Was soll ich sagen? Das ist einfach Alex. Alex ist das. Das ist Alex. Ist Alex okay? Ja, ich finde irgendwie erinnert mich das Pokémon an Alex. Ich weiß nicht wieso. Ich habe direkt an Alex gedacht. Hab gedacht, das gefällt ihm. Damn, Barango, Brango, 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 wenn wir schon so weit sind, machen wir ein anderes Kind noch glücklich. Das ist einfach so. So, das ist die Pension. Das ist nicht das, was ich suche, glaube ich. Das glaube ich zumindest nicht. So, ich hätte noch andere Pokémon mitnehmen sollen, ich Depp. Was geht? Das ist der Markt. Muss man eben was gucken. Wie viel Geld habe ich? Item Shop. 22.000. Ich will mal was gucken. Froh Essence.
Glücksessenz und Paradiesessenz. Da habe ich so viel Geld ausgegeben. Ich will mal wissen, wie viel Kryptometer davon weggeht halt einfach. Litrobeere, CD-Essenz-Kiste. Dafür muss ich natürlich auch erstmal sehen, wie viel die haben. Ne? So, Hunduster, zeig mir mal dein Kryptometer ist fast voll. Ah, super, klasse. Na gut, ich habe nichts gesagt. Habe ich das gekauft? Völlig umsonst. Essenzkiste. Ruhe Essenz, wenn das bei Hunduster reicht. Na, bei Samurze wird es auf jeden Fall reichen. Aha, dann ist das auch schon erlösbar. Geil. Samurze ist glücklich und erlösbar. Dann kaufe ich nochmal zur Sicherheit zwei davon. So. Und dann setzen wir eine frohe Essenz ein für Hunde Dustamon. Ich hoffe, das reicht. Er hat ein bisschen mehr gehabt noch. Brrr. Jawoll. Saubere Sache. Ah, das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Das heißt, wir können sogar die Kryptorbis dann wieder ein bisschen bearbeiten. Denn ihr seht ja, dass das einen Kreis bildet, um das zu erlösende Pokémon. Und das kommt, das berechnet sich so, dass das eine einen Vorteil gegenüber dem anderen im Uhrzeigersinn haben muss. So, da ist ein Pokémon, dessen Herzen erlösen werden kann. Erlöst werden kann, sehr schön. Ich bin nicht erböst, Hunduster wird erlöst. Ist das nicht schön? Nein, das ist es nicht. Puh. Erlösen ist natürlich, das hätte ich auch offscreen machen können eigentlich. Dann hätte ich nicht so viel verschwendet. Finte, ui. Hunduster ist stark. Hundemon wäre schon stark. Ist halt zerbrechlich. Eine Glaskanone. Aber ich werde natürlich wirklich Pokémon nehmen, die ich sonst wirklich fast nie nehme. Eins habe ich schon mal so genommen, aber noch nie als das Pokémon, was es bleibt. Samurzell! Samurzell! Samurzell entwickelt sich. Samurzell dürfte sich entwickeln eigentlich. Gigasauger, hui. Das sind schon starke Attacken, die es da lernt. Die lernt schon coole Attacken. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Mann, Mann, Mann. So, dann kümmern wir uns von der Box nochmal davon, damit. Also, darum. Versteht mich schon. Wollen einen Weberack, Alter, zu erlösen. Das ist doch scheiße. Weberack wäre eigentlich was für die Kryptorbis, finde ich. Aber naja, passt schon. So, Kryptorbis. Bewegen. So, Pfiffien ist stark gegen Psycho zum Beispiel. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Wie viele Pokémon gehören denn da rum? Pupanze. So. Perfekt. Sehr effektiv, sehr effektiv. Nicht effektiv. Oho, da passt ja ein Pokémon noch perfekt rein. Du, sind es nur vier oder fünf, die da drum gehören? War es das jetzt? Oder muss da noch einer rum? Warte. Tempo. Was ist mit dem Fluidum, Alter? Ach, und wenn das, warte mal. Jetzt muss ich mal was gucken. Ob das jetzt so rum ist oder andersrum. Warte. Fluidum, Alter. Warte mal, ist das nicht perfekt, Alter? Das ist doch alles die Schwächen, oder kann ich da noch eins hinsemmeln? Warte mal. Wenn das jetzt natürlich fünf sein müssen, dann ist das, nee, vier. Einfach vier. Warum ist das nicht perfekt? Verstehe ich nicht. Ah, okay, Knilz ist hier noch nicht perfekt. Nimm mal das. Das dürfte perfekt sein. Aber er bringt ja generell nichts. Tempo ist voll auf jeden Fall. Was ist mit diesem Fluidum? Was heißt denn das?
Bringt das mehr, wenn man noch mehr Pokémon einfach da, also noch mehr Foren voll macht? Keine Ahnung. Edekoro ist, glaube ich, am schwierigsten davon zu erlösen. Wobei, ich mir aber auch... Na, keine Ahnung, Mann. Ich habe keine Ahnung, welches ich davon erlösen soll. So, da haben wir schon mal eins. Eine Reihe rum. Das ist schön, dass die zwei Dings haben auch. Teddy Ursa bringt halt nichts. Ist normal. Ist vom Typ normal. Das hat, das ist gegen nichts sehr effektiv. Das ist halt die Scheiße. Ich habe Maub Level 14. Die sind halt unterlevelt, ne? Das ist halt ein bisschen das Doofe daran. Oh, alles klar. Ich habe ja noch welche. Nutzen wir es trotzdem einfach. Einfach nur zum Erlösen, damit das auch funktioniert. So. Schlupfpunkt natürlich nicht. Das fällt ja sonst ins Gewicht. Das ist ja hässlich. So, Team-Pokémon Samuzel. Sind natürlich alles starke Pokémon, aber... So ist besser. Ich nehme mich mit, weil du bist Level 17. Holzkohle, ey, wenn er eine Feuerattacke kann. Auch praktisch. Drei müssen wir eh mitnehmen, also passt das schon. Kanivania, Schattenglas, ist in Ordnung. Power Rangers haben mir die stärksten Pokémon gegeben, ey. So, und ein kleiner Gumba-Verschnitt auch. Ibarak, oh Mann. Schon kümmern wir uns quasi um alle Pokémon. Ist das nicht schön? Zack. Ja, das mit dem Fluidum ist nicht gut. So, jetzt haben wir das schon mal geschafft. Das speichere ich auch erstmal direkt. Okay, wenn ich mal schlau genug wäre zu speichern, das würde passen. Jawohl. Natürlich könnte ich diese ganzen Essenzen kaufen und sowas. Für die ganzen Schwachen geht das eigentlich, aber come on. Wir sind doch die Besten. Passt doch. Road Memory Card A, Contents to C, bla bla bla. So, Piritus, eine stolze Stadt der Draufgänger. Professor Kleins Freunde leben hier. Weil Professor Klein war damals auch ein richtiger Draufgänger. Und dann hat er Yolanda kennengelernt und wusste, er muss kein Draufgänger sein. Die stand nämlich auf schlaue Typen. Oh. Vergammelt die Stadt, außer das OMBS-Gebäude. Mhm. Normal. Soll man dazu sagen. Ha, die sieht so runtergekommen aus, so ranzig. Das ist so geil. Ah, schön. Schön. Layla, warte auf mich! Ich hab jetzt mal so... Layla, warte auf mich! Layla! Oh, das Ding ist schwer, Mann! Oh, Layla, warte! Warte auf mich! Layla. Fortune Telling. Zukunfts... Also, ne? Ihr Wahrsager. Und wieder fegt Layla davon wie ein Tornado durchs Land. Immer auf Achse, dieses Mädchen. Hey, ist was, Kleiner? Was glotzt mich so an, Mann? Weißt du eigentlich, wer ich bin? Ich bin Kyle. Kyle, der Geile. Man nennt mich den Wächter von Pyritus. Dieser glühende Blick verrät mir, dass du mich herausfordern möchtest. Wenn du kämpfen möchtest, bin ich dein Mann. Sei mein Mann. Also gut, ich werde dir zeigen, was Kyle, der Wächter von Pyritus so geil drauf hat. Ich bin ein Raufbold mit grünen Haaren wie Spinat. Trassler und Slowbull. Schön, schön. Vielleicht haben die auch Krypto-Pokémon, das weiß ich gar nicht. Los nach Tara und Alex. Oh, ich hab vergessen, was vergessen. Ups. Wertehalter hat er jetzt auch, habe ich ja gelernt. So. Schockwelle Schlammbad auf Snubbull. Beiß ihn kaputt. Bam. Trassler, das hast du nicht überlebt. Jetzt braucht der Raufbold Zaster, um dich wieder zu beleben. Los, Amurzel! Lass die Funde purzeln! Schlammbad! Los, Alex! Vernicht ihn! Wäre eigentlich sehr effektiv, aber da bin ich wissen, in der dritten Gen, dass das Ding vom Typ Fee ist. Seitdem spüren sie das auch nicht. Das musste erst entdeckt werden, damit die Pokémon das spüren. So.
bis auf Snowball schlammert auf Samurzel, damit es gleich wieder runterpurzelt. Stirb, Schnubbel. Easy. Und das Schlupo Gesang lernt. Ich weiß nicht, ob Gerner praktischer ist als Gesang, ehrlich gesagt. Aber zwei Versuche passt schon eigentlich mit Gesang, um zu einzuschläfern. Das passt schon. Gesang brauchen wir ja auf jeden Fall zum Fangen. Schlafpuder wäre cool, aber das habt keiner außer irgendwelche anderen, so wie Omut oder sowas. Und die kriegen wir erst voll spät. Also von daher, kein Bock drauf. Lalalala, was machen wir da? Gesang, wie wär's damit? Tackle es einfach weg. Und dann liegt das Ding im Dreck. Warte mal, ich war gerade der Meinung, Gift war nicht effektiv auf Unlicht, was aber natürlich vollkommener Blödsinn ist. Ah, er glutet mich an. Bin ich Glutella oder was? Ja, das habe ich mir gedacht, dass das so oft passiert. Tackle und Schlammbad, dann ist das Ding kaputt, ja, und es ist im Schutt, ja, la, la. Und der Raufbold steht da und kann nur zugucken. Los, ein mächtiger Schlammbad, ein mächtiges Schlammbad. Ach ja, Schlupfuck, ich finde Gefallen an dir, ehrlich gesagt. Bam, bam. Oh, ich wurde besiegt. Ey, Kleiner, du bist gut, das muss man dir lassen. Das musst du auch sein, wenn du Kyle, den Wächter von Pyritus, besiegst. Es geht. Ich habe Layla weglaufen sehen. Sie steckt immer so voller Energie, die Süße. Diese ungezügelte Energie von Layla, das hat sie von ihrem Vater Grant. Grant oder Grant? Keine Ahnung, Mann. Ho, ho, ho. Gehen wir mal in die Wahrsagerei. Wer weiß, was hier passiert. Weißt du schon, das neueste wilde Pokémon sind aufgetaucht. Oh, voll geil, oder? Die Biene, das Orakel von Pyritus, hat es schon vorausgesehen. Und es ist wahr. Es ist einfach unglaublich. Jetzt kann man sogar ein Ohr-Pokémon fangen. Glück, Zukunft, Verlorenes, sei es, was es sei. Antwort auf alle Fragen findet ihr bei Divina. Man nennt mich Divina. Divina Würstchen schmecken so gut. Bei mir findet ihr Rat, wenn ihr nicht mehr weiter weißt. Herr Grant, das Oberhaupt dieser Stadt, nahm sich meine Prophezeiung zu Herzen. Er suchte unermüdlich nach wilden Pokémon, die ich vorhersagte. Seine Mühen wurden belohnt. Es scheint, er fand einige Orte, an denen sich wilde Pokémon einfinden. Juchhei! Das ist schön. Was ist das hier für ein Raum? Ah, ihr wisst, Mann. Ich erkunde immer gleich die ganze Stadt. Was geht? Ich bin Kommissar Herkulet. Polizeichef vom Pyritus. Bist du ein Trainer auf Reisen? Diese Stadt ist schon friedlicher geworden, aber es gibt immer noch viele Raufbeute in der Gegend. Ich verstehe das schon mit ihren Raufereien und ähnlichen auf uns schon mit ähnlichen auf Trab zu halten. Viele werden sich dir absichtlich in den Weg stellen, nur um Streit mit dir anzufangen. Sieh dich auf der Straße vor. Hier gibt's einfach eine Pokémon-Box, warum nicht? Was geht? Ich klaue einfach mal das ein Polizeigebäude, warum nicht? Was geht? Die Tür ist verschlossen. Aua, 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 so ein glatzköpfiger Quadratschädel hat mir eins übergebraten. Ich gebe es ja zu, dass ich ihn zuerst provoziert habe, aber er ist zuerst handgreiflich geworden. Hol mich hier raus! Geht? Verschlossen? Ist da jemand? Was geht? So ein Mist, ich bin nur wegen einem harmlosen Schlägerei hier gelandet, wenn ich nicht bald rauskomme. Ey, Herr Kleiner, bist du... dieses Ding da an deinem Arm, das kann nicht sein. Ach, auch gar nicht. Zieh Leine. Hat er Angst, dass ich der Typ von Poco Colosseum bin? Oder was ist hier gerade Sache, hä? Diese Stadt und so weiter und so fort. Seht ihr das Drakral oben rechts hier? Hier steht, gesucht, Team Krallforst Drakral. Kennzeichen, gezackter Schnurrbart. Und da sind irgendwelche kleine Schandtäter. Kein Problem. Wir reden später. Tony, die... So. Was geht? Ich habe noch nie ein wildes Pokémon gesehen. Ich kann gar nicht erwarten, endlich selbst eins zu sehen. Ich bin ein kleiner Wurm. Grant ist das Oberhaupt von Pyritus. Außerdem leitet er hier das hiesige Kolosseum. Aber seit neuestem hat er wohl einige Aufgaben an seine rechte Hand Slam gegeben.
Slum. Grant heißt er wahrscheinlich. Grant. Nenne ich ihn wegen Grantig. Ha. Hat sich auch der Aufgabe verschrieben, wilde Pokémon zu finden. Wir bauen alle auf ihn. Und machen gar nichts. Geben Verantwortung quasi einfach ab. Ist einfach Standard in der Welt. Oh! Das sind doch die Queen-Lakaien, oder nicht? Ach, wer ist die Queen? Das werdet ihr sehen. Aber holla, wen haben wir denn da, wenn das nicht Hain und Plöt sind? Was taggt ihr hier schon wieder aus, hä? Was hackt ihr schon wieder aus, hä? Wieso aushacken? Das siehst du vollkommen falsch. Wir wollten hier nur was einkaufen, nichts weiter. Lügt mich doch nicht an, ich kenne euresgleichen. Ihr führt doch nichts Gutes im Schilde, gebt es doch zu. Mach mal halblang, Wachmeister Piro. Wir haben uns grundlegend geändert. Wir machen keine krummen Dinger mehr, ehrlich. Alles wird nur noch schnurschnacks und gerade gemacht. Ach, nein, das zieht bei mir nicht. Nein, wirklich nicht. Ich lasse euch nicht unbehelligt hier herumlaufen. Also gehöre euch, als gehöre euch alles. Aufgeblasene Affe. Hey, der hört ja sowieso nicht auf uns. Los, zieh mir Leine. Das ist aber auch richtige Polizeigewalt, die hier gerade stattfindet, muss ich mal sagen, ne? Piritus ist berühmt, weil sich hinter der Hauptsitz des OMBS... Piritus ist berühmt, weil sich hier der Hauptsitz des OMBS befindet. Du bist doch auch hier, weil du den OMBS besichtigen möchtest, oder? Sicher bist du das. Besucher kommen wirklich von überall her. Das OMBS-Gebäude befindet sich neben der Windmühle. Man kann es nicht verfehlen. Ja, das ist das schönste Gebäude hier in der Stadt. Guck mal, hier riecht es nach Scheiße. Ah, alles schlimm hier. Es geht. Oh, warte, warte. Du kommst aus einer anderen Stadt, nicht wahr? Na, auf deinem Weg hierher hast du zufällig wilde Pokémon gesehen. Ich habe noch nie ein wildes Pokémon gesehen. Die Umgebung ist nämlich eigentlich zu karg, als dass hier wilde Pokémon leben könnten, verstehst du? Aber seit kurzem erzählt man sich, es gäbe wilde Pokémon in der Gegend. Ich finde... Ja, wo das Labor ist und so. Da sieht der Emerite, ey. Sieht doch krass geil aus. Da würde ich als wildes Pokémon leben wollen, eigentlich. Aber nun ja. So ist das nun mal. Achso, er geht schon wieder nicht von selbst rein, was soll ich sagen? Ich bin Slum. Der Leiter des Kolosseum Piritus. Also, eigentlich bin ich nur aussichtsweise der Leiter. Grant, das Oberhaupt der Stadt, hat einen Ort gefunden, an dem es gelegentlich wilde Pokémon gibt. Seitdem ist er damit beschäftigt, wilde Pokémon zu suchen. In seiner Anwesenheit soll ich mich um das Kolosseum kümmern. Wenn du kämpfen möchtest, dann solltest du direkt zum Kolosseum gehen und dich an der Rezeption melden. Oh ja, das kommt dann noch, aber erst im nächsten Part. Ich stelle Pokésnacks her, mit denen wilde Pokémon nicht widerstehen können. Grant hat mich gebeten, sie zu machen. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass ich meinen Eltern nochmal einen Halbtagsjob bekommen könnte. Aber hier ist es ein bisschen zu dunkel und kühl für meine alten Knochen. Gesundheit. Ja, eine liebe Omi. Na 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 na, keine Texte zu lesen. Kann man das lesen? Da schimmert etwas zwischen den Büchern. Oh, hey, nein, nein, bitte fass das nicht an. Was? Da stehen lauter Bücher zum Thema Kolosseum, alles klar. Da schimmert etwas zwischen den Büchern, aber ich darf es nicht anfassen. Was ist das hier eigentlich? Hotel. Hier kann man sich heilen, glaube ich. Willkommen im Grand Hotel von Piritus. Eine Nacht in unserem opulent eingerichteten und hinreißend dekorierten Hotel. Im Schoße des puren Luxus wird nicht nur dich, sondern auch deine Pokémon erfrischen. Wir bieten leider keine Kinderermäßigungen an, aber der Preis für eine Nacht liegt bei lächerlichen 100 Euro. Möchtest du hier übernachten? Nein. Oh, das ist aber schade. Ich hoffe, das nächste Mal zahlst du, du Lutscher. Ich wollte nur mal mich hier umgucken und einfach fremde Orte besuchen und beklauen. Natürlich, die Leute beklauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und er sagt nicht mal was. Beim Kolosseum. Dort habe ich meine ersten drei Gegner besiegt, aber leider konnte ich den letzten Kampf nicht für mich entscheiden. Man muss viermal hintereinander siegen, um zu gewinnen. Ich ruhe mich jetzt erstmal aus und nehme dann am nächsten Turnier teil. Das ist kein Problem. Warum komme ich da nicht ran? Wollte gerade sagen, ein Fokusband. Uiuiuiui. Oh ja, yeah, was auch immer. Oh, was geht? Ey, Süße, was geht? Ich bin durch Ohr gereist und ich muss sagen, diese karge Landschaft bietet immer bessere Lebensbedingungen. Ich glaube auch, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis es dort vor wilden Pokémon nur so wimmelt. Oh, deswegen. Jetzt entwickelt sich, vegetiert alles so schön.
Aber selbst in der Wüste leben doch Pokémon. Also auch Tiere in echt. Also das ist keine gute Ausrede. Oh, ein wildes Zigzags, das ist aber süß. Oh. Na gut, einmal im Kreis, war schon in Ordnung. Das ist der Kreislauf des Lebens. Das geht. Dann kehre ich heute wohl besser zum Hotel zurück und ruhe mich ein bisschen aus. Aber bevor ich das tue, wäre ein bisschen sportliche Betätigung gar nicht schlecht. Danach kann ich besser schlafen. Also Kleiner, wie steht's mit deinem Kampf? Auf jeden! Fein, fein. Gutes Training muss sein. Ich bin Diego, der Arbeiter. Und ich zerfetze dich in der Luft, ob du willst oder nicht. Spoing, du bist dran, Spoing. Und Magnetilo, deine Zeit ist auch gekommen. Los nach Tara, los Alex. Don't be a Farbklex. So, was geht denn ab? Dieses Ding kann ich nicht platt machen, aber vielleicht einschläfern. Ich weiß es nicht, aber Spoing, der geht jetzt nicht K.O. Wie es scheint. Oh nein, Reflektor. Oh nein, es geht so schön ins Ohr. Na gut, Gesang. Oh ja, es trifft. Es singt so schön. Alex, du hast eine wunderschöne Stimme, was soll ich sagen? Hier klingt ungefähr so. Halleluja, nur der Mann im Mond. Schau zu. So, Alex wird gewechselt. Vielleicht lernt es ja eine Bodenattacke, ich weiß es nicht. Oder eine Feuerattacke, alles wäre gut, Hauptsache Magnetilo stirbt. Come out! Zermalmen sie zu Staub. Yo, jetzt dürfte er eine Attacke gelernt haben. Entweder Boden oder Feuer, ist in Ordnung. Holzkohle trage ich ja, das passt. Wobei auch Krypto-Attacken ja funktionieren, ne? Ich bin der mit den Krypto-Pokémon unterwegs, ist auch nicht schlecht. Alex erreicht Level 20. Come out. Nein, nicht im Ernst jetzt. Magnetilo schläft tief und kann nicht getauscht werden. Come out wird gebissen und dann riecht einfach Dingsein-Schaufler ab. Magnetilo, come out, dein Ohr gehört meinem Nachtara, stirb ja. Oh nein, es untersucht mich. Ich hab doch nix. Aua, was ein Ultraschall. Das ist doch auf dem Level sehr unfair, ehrlich gesagt. Aber es gräbt sich schon mal sein eigenes Grab. Es gräbt sich in den Boden und Kamaup tackelt daneben. So, und das Kamaup stirbt jetzt. Das hat es so verdient. Stirb jetzt. Sauber. Kamaup ist tot. Und Magnetilo? Wird ebenfalls sterben. Ich glaube, Kamaup ist doch auch Typ Boden als Zweityp. Also, warum setzt der Donnerschock auf Kamaup ein? Was für ein lächerlicher Loser. Krypto-Knall, das dürfte reinfetzen. Los, bis es ist tot. Krass, geil. Okay, ich habe nichts gesagt. Magnetilo, runter mit dir. Ratatabum. Oh yeah. Nachtara versucht, Druck zu Keep zu lernen. Es ist... Ruckzuck ist stärker und immer schneller. Warum nicht? Also, Tackle weg. Tackle hat, glaube ich, auch eine Genauigkeit von 95. Das heißt, sie kann sogar daneben gehen, die Attacke. Und deswegen, naja. Was soll's, ne? Easy gewonnen. Ich habe verloren, aber ich habe ganz schön geschwitzt. Das ist super krass. So, Leute. Du bist aber ein starker Bursche. Ich bin überrascht. Du solltest mal hier beim Duellplatz vorbeischauen. Da rennt der Schweiß in Bächen, sag ich dir. So, was willst du? Die beiden, die da gerade wegrannten, das waren Hein und Plöt. Die gehörten mal zum Team Krypto, aber eher so als niederes Fußvolk. Damals haben sie hier nur Unfug getrieben und sich aufgeführt, als gehöre ihnen die ganze Stadt. Aber ich habe ihnen ordentlich die Leviten gelesen. Ich mache ganz schön was her, nicht wahr? Und es ist meine Pflicht, die Ordnung im Piritus aufrechtzuerhalten, jawohl. Okay, der hat so ein Statusproblem. Der brüstet sich mit seinem Status, weil er wahrscheinlich kleine Eier hat, aber naja. Gut, Leute. Das war's denn hier auch mit dem Part. Nächstes Mal versuchen wir, das Kolosseum zu besuchen. Und OMBS-Gebäude auch. Ich denke erst zum OMBS-Gebäude. Wir suchen natürlich erstmal die Stadt ab. Wir kümmern uns um die Leute, die ja auf dem Schlachtplatz sind. Und ja, das wird schön, Leute. Ihr wisst es genau. Deswegen scheinen die alten Weiden so grau. Und schaltet das nächste Mal wieder ein und auf. B
wieder spielen. Like und Abo wäre nicht schlecht.